Sag mal ein Bild. Sind wir ein Bild? Warte mal, ich rück noch ein bisschen rüber. Das lassen wir alles nachher drin. Ja, freilich. Vor allem war ich noch nie auf YouTube mit Brille. Jetzt wird er so alt, dass er schon schlecht sieht. Ist aber egal, da stehen wir jetzt dazu. So, wir sind da. Wir sind da. Wo sind wir jetzt genau? Willst du erklären, wo wir sind, oder soll ich erklären, wo ich denke, dass ich bin? Fang du mal an, ja. Also ich denke, ich bin in Bayern, das ist geschickt. Das ist richtig, ja. Und weil wir schon in Bayern sind, dann bin ich jetzt bei Antenne Bayern. Ja, der zieht. Aber ist egal, das ist alles. Naja, man merkt schon, er hat eine Brille auf, ja. Das heißt, ich habe keinen Durchblick mehr. Ja. Dankeschön. Moment, wo ist die Tür? Einen Kaffee habe ich gekriegt, jetzt kann ich wieder gehen. Du hast mich eingeladen. Genau, ich habe dich eingeladen hier zu Antenne Bayern. Und wir machen heute mal ein bisschen Technik-Insights. Also alles, was ihr noch nie euch getraut habt zu fragen, aber schon immer wissen wolltet. Oder nicht wissen wolltet und jetzt erklärt kriegt. Wir erzählen es euch einfach, ja. Okay, ja, du musst es erzählen, weil ich kann nur dumm fragen. Wir haben schon ein bisschen vorgeübt. Was heißt, wir wissen schon, dass es heute nicht schnell erledigt sein wird. Du hast gesagt, wir machen erst einen Durchlauf durch, also Serverraum halte ich für untertrieben. Das ja, wir machen eine kleine Roomtour, ja, die man normalerweise bei Starsia so macht. Wir machen es mit Server-Racks und erklären euch ein bisschen was wir so haben. Viele glauben ja, Radio ist ein CD-Player oder ein Ausspielrechner und ein Mikro und das war's dann. Und heutzutage gehört ja hier viel mehr dazu. Ja. Wir haben ja, einiges haben wir. Und es gibt auch lustige Anekdoten von Wasser im Mischpult bis über Flugzeuge, die an München vorbeifliegen. Aber dazu erzählen wir euch später mehr. Ja. Wasser im Mischpult habe ich ja gelernt, da muss man einfach Reis in den Sack Reis reinwerfen. Das haben immer alle unter meinen Videos kommentiert. Wenn irgendwas nass wird, dann immer in den Sack Reis. Das scheint zu helfen. Ja, bei uns ist es ja so, wir haben ja Gott sei Dank neben dem Cola, was da drin landet, wir haben übrigens natürlich Essverbot im Studio, haben wir natürlich auch noch die Semmel, die dann drin ist. Und da kann man nur hoffen, dass genügend Brösel drin sind, die dann das Cola aufsaugen. Leider ist es oft nicht so, leider gibt es einen schönen Brei und dann geht nichts mehr. Aber es ist, jetzt habe ich beinahe gedacht, da ist eine ganze Semmel im Mischpult. Das hätte mich jetzt, die Story hätte mich jetzt interessiert, ob man die zu den XLR-Steckern reinkriegt oder nicht. Ich glaube es jetzt. Naja, sag das nicht. Wir haben auch immer wieder Promotion-Mitarbeiter, die mit irgendwelchen Racks rausgehen. Und da kann man schon einen Klinkenstecker in XLR stecken. Das geht. Wusste ich bis jetzt auch nicht. Aber grundsätzlich geht das. Wie der Philosoph sagt, man kann es machen, ist halt scheiße. So ist es. Okay, Essverbot, Brötchenverbot, Kaffeeverbot war nicht. Jedenfalls habe ich es jetzt gerade noch nicht gehört, dann haben wir Glück gehabt. Nö, also wie gesagt, nur im Studio, hier essen ist natürlich schon möglich. Im Hauptschaltraum eher auch schlecht, da ist relativ viel Strom. Und wenn wir da was reingießen, da ist, wenn ein Rack aus ist, dann war es das mit Antenne Bayern on air. Das heißt, da müssen wir ein bisschen aufpassen, wenn wir drin sind. Aber Challenge accepted. Aber wie gesagt, wir haben ja kein Fasching und insofern wird keine Polonaise hoffentlich durch den Hauptschaltraum. Ach so, jetzt habe ich gedacht. Fasching? Hä? Wieso Fasching? Wir hatten schon Polonesen durchs Studio mit Bier, das dann übergeschäumt ist. Hatten wir alles. Okay, aber ich denke mal durch den Raum, da hat er so eine Tür mit... Da kommen nur berechtigte Personen rein und alle anderen werden Gott sei Dank abgewiesen. Okay. Hat uns wahrscheinlich viel Ärger erspart bisher. Ja, da hätte ich jetzt auch eine Geschichte, aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich die erzählen darf oder ob die... Doch, kann ich, weil das verjährt. Ist egal. Ich hatte mal einen Chef, der hat auch immer den Besuch durch die Serverräume, durch den einen Serverraum immer durchgeführt. Das war jetzt aber mehr so Kammerl, sagen wir es mal so Kammerl. Okay. Und ich habe einen sehr bösen Blick geerntet, als ich mal gemeint habe, so ganz trocken, eigentlich führt man Besucher nicht durch Serverräume. Also vor allem, wenn du weißt, da ist alles. Also hier einmal an, ich sag mal bloß wirklich die Cola gleichmäßig gut verschüttet und die Firma steht einige Tage. Eher schlecht, ja. Also... Bei euch ist es ja jetzt mit Glas, also man sieht zwar was, aber man kommt nicht rein, das ist ja okay, sieht auch cool aus, denke ich, aber da kommen wir dann dazu. Und wenn man dann das, jetzt habe ich dich beinahe unterbrochen. Nein, mach nur, also ich bin für alle, die denken, der hat aber eine sexy Stimme, ja, nee, ich bin leider ein bisschen erkältet. Hoffe, dass ich den deswegen haben wir uns auch so zusammengeschnuppelt. Genau. Aber wir haben es deswegen nicht wundern selber. Ich bin ein bisschen erkältet, aber es ist ja hier Jahreszeiten typisch nach dem Oktoberfest hier in München ganz normal, dass alle krank sind, ja, weil alle sich an den Bierkrügen anstecken. Also vom Saufen? Achso, ihr dacht vom Saufen. Nee, also die raue Stimme vom Singen. Wir trinken ja nur Wasser. Selbstverständlich. Natürlich. Ist klar. Okay. So. Starten, und dann schauen wir, wenn wir das 4-Stunden-Video... Also ich habe 3 Speicherkarten dabei. Ja, da lacht er natürlich bloß milde. Wenn die voll sind, hören wir einfach auf. Und keine Ahnung.
Ja, ich versuche es knapp zu halten. Ich versuche auch immer lustige Geschichten für euch einzupflegen, damit ihr da auch ein bisschen Spaß dran habt. Also es wird nicht trocken werden, sondern es gibt zu allem eine Anekdote. Ich glaube dem nicht, ich bringe ihn garantiert vom Thema ab. Das kann schon sein, ja. Ja, genau. Und jetzt haben wir einfach gedacht, also ich habe gedacht, das fällt mir schwer, aber ich tue es manchmal. Jetzt fangen wir mit einem statischen Bild an, weil dann wird es wahrscheinlich eher geschunkelt. Also weil ich mit dem Stativ nicht in den Serverraum reinrennen werde. Und im Ton haben wir auch schon diskutiert. Jetzt mal gucken, was das für ein Desaster gibt. Das wird sicher witzig. Ja, ja. Wir haben halt im Hauptschallraum eine kleine Klimatisierung drin. Das heißt, da wird ein bisschen eingeblasen. Ja, es sind ein paar Rechner drinnen. Da ist es irgendwie sinnvoll, wenn wir irgendwie... Deswegen werde ich auch hier mit dem Aufnahmegerät rumlaufen. Ihr nicht irritiert sein. Also wir machen hier keinen Podcast erstmal. Ich habe es mitbekommen, ja, die Podcast-Geschichte bei dir. Ja, aber grundsätzlich... Genau. Das ist ein anderes Thema. Genau, grundsätzlich, wenn wir uns mit diesem, also wenn ihr dieses Aufnahmegerät seht, es ist ein bisschen laut drin. Also wir haben hier vier Klimaanlagen, die hier kalte Luft reinblasen in diesen Serverraum. Und da müssen wir ein bisschen schreien, ein bisschen lauter reden. Ich hoffe, dass es für euch dennoch passt und wir geben uns Mühe. Und ich habe auch das tolle Aufnahmegerät in der Hand, also der Ton wird schon was. Eigentlich ein Alkoholtester, das weiß er gar nicht. Ja, nach der Wiesn vielleicht angebracht, ja. Okay, gut, dann würde ich sagen, machen wir einfach mal weiter. Wir stehen hier schon vor dem Hauptschaltraum und wie ihr alle seht, ist das hier alles verglast. Weil wenn Besucher hier kommen, wollen wir natürlich irgendwie so ein bisschen das Herzstück her zeigen von Antenne Bayern. Und was man hier so im Vorfeld, also im Front-Off sieht, ist das Soundprocessing von der Rockantenne und von Antenne Bayern, also getrennt. Ach, das ist jetzt nur das Soundprocessing? Das ist nur Soundprocessing, ja. Viele fragen ja, für was braucht man denn überhaupt das Soundprocessing? Ja, Soundprocessing hat zwei wesentliche Gründe und die zwei wesentlichen Gründe beim Soundprocessing sind halt, dass man bei 100 auf der Autobahn auch noch was hört. Das heißt, es werden Stimmen komprimiert, Störanteile der Stimme rausgefiltert und dann wird das Audio eben zusammengedrückt mit Multibandkompressoren, der berühmte Orban Optimode. Auch Optimode-Sound bekannt für alle Radio-Enthusiasten, genau. Und bei dieser ganzen Geschichte darf man aber eine Sache nicht außer Acht lassen. Und zwar, wir müssen relativ strenge Richtwerte von der Bundesnetzagentur einhalten. Bedeutet an sich, dass wir auf 0 dBr Multiplex-Leistungen Hub fahren müssen. Ja, das ist so eine Funktion aus der Energie des Signals, ja, und der Frequenz. Du sendest ja bei UKW, ja, Frequenzmodulation, altes System. Das heißt, je lauter du drehst, desto mehr werden die Frequenzen beeinflusst, die an der Seite sind. Die Seitenfrequenzen, Seitenbänder quasi. Also müssten wir jetzt wahrscheinlich für die Amateure sagen, die Frequenz wird verändert durch dein Audiosignal. Richtig, korrekt. Wenn du es zu stark veränderst, dann änderst du auch, dann wandert deine Frequenz in den Bereich draußen raus. So könnte man es ganz grob ausdrücken, ist natürlich wesentlich komplizierter. Fakt ist aber, wenn wir hier zu laut aufdrehen, ja, haben wir das Problem, dass wir die Flugzeuge am Flughafen München vorbeischicken würden. Jetzt wieso? Jetzt ganz verwirrt, ja. Ich meine, was hat denn das mit dem Flugzeug zu tun? Ja, wir sind ja hier auf dem UKW-Band und unser Sender hier auf dem, wir sind nicht auf dem Wendelstein, sondern wir sind auf der Hochries, ist auf der 107,7 Megahertz. Jetzt muss man wissen, die Funkpeilung bei Landesystemen von Flugzeugen fängt bei 108 Megahertz an. Und jetzt gibt es ja sechs Hauptlandesysteme, unter anderem auch so ein altes Funkpeilungssystem, das jetzt alte Tupolev zum Beispiel noch hat. Ja? Und wenn jetzt jemand nach diesem Funkpeilungssystem landen würde und wir würden hier zu laut aufdrehen, dann wird der pro dBr zu viel. So hat uns das die Pilotenvereinigung Cockpit ausgerechnet, circa 5 Meter am Flughafen vorbeipeilen. Funktioniert das immer noch so? Das ist sind zwei Frequenzsignale und eins rotiert und eins sagt dann immer quasi, wo 0 Grad sind. Also im Prinzip ist es noch eins der alten Landessysteme, was genauso funktioniert, wie du es gerade beschreibst. Ja? Und wenn wir dann bei 108 MHz diesen Funkpeilungsding irgendwie stören, ja, haben wir das Problem, dass wir natürlich da extrem bei 107,7, wir sind ja gleich daneben, ja, im Prinzip, extrem reinstören. Jetzt haben wir schon Einzüge beim Flughafen München. Das heißt, wir senden in den Bereich vom Flughafen München nicht direkt, sondern haben da quasi an der Sendeantenne auf dem Berg schon einen Einzug, dass wir da nicht so reinstrahlen. Ja? Ein Dämpfungsglied sozusagen, das in der Richtung. Genau, ein richtungsdefiniertes Dämpfungsglied. Ja?
ist man muss nur wissen, antennenspezifisch sind es einfach zwei Felder, die ausgelassen werden. Das ist kein Rundstrahler, sondern strahlt halt in diese Richtung weniger ab. Ja? Okay. Gut, auf der Antenne kraxeln wir jetzt heute nicht. Nee, machen wir nicht. Das ist gefährlich. Gefährlich und auch ein bisschen bei 100 Kilowatt ein bisschen ungesund. Das ist gefährlich auf jeder Ebene. Entweder beim Hochkraxeln, wenn man runterfällt oder wenn man weggebraten wird. Im Prinzip, ja, genau. Und deswegen hier müssen wir natürlich auch diese Richtwerte einhalten, ja. Da gibt es auch den lustigen Leica-Moser-Prozessor, sage ich immer dazu, zu dem komme ich aber später mehr, weil wir haben natürlich hier altgediente DJs auch, die mal gern 10 dB zu viel Pegel geben und das muss man ja hier alles abfangen, weil wir können das ja nicht raus auf den Sender, weil wir haben ja gelernt, die Flugzeuge, die sind dann irgendwann mal am Flughafen München vorbeigeflogen. Ja. So, schauen wir uns mal an, was wir hier so haben. Also hier sieht man in dem ersten Rack an sich, sieht man hier ein Touchscreen mit der lustigen Gitarre hier unten, man merkt es hier schon, muss Rockantenne sein, auch das Logo von der Rockantenne. Das heißt also, diese beiden Racks sind nur zuständig für den Rocksound. Da geht es auch ein bisschen dreckiger zu. Dreckiger? Vom Sound her. Ach so. Genau, das heißt also, wir versuchen dann natürlich so diesen typischen Rocksound rüberzukriegen. Das heißt, was man hier oben sieht, sind die Soundprozessoren selber. Da ist natürlich vollständiges Backup drinnen. Und diese Kreuzschiene, die dahinter hängt, das ist dieses untere Teil hier, was man hier sieht. Das ist da unten, okay. Mit diesen ganz vielen Glasfaserkabeln. Im Prinzip ist so ein Mischpult eigentlich nur noch ein IP-Konstrukt aus Fadern. Und die ganzen Fader kommen hier oben, die Oberfläche, die GUI, wie man ja heutzutage sagt, oben das Interface, die Fader eben, kommen hier an, IP-mäßig. Und das ganze Audio kommt hier über Glasfaser und MADI an. So, und damit man auch sieht, was wie wo reingeht, ist hier dieser Touchscreen, der im Prinzip den Signalfluss darstellt. Also hier geht's rein, man sieht es hier schon für Studio Hot, ja, Studio Hot 1, das heißt, das ist rot. Ja. Wenn wir jetzt hier reingehen, auf Studio 2 umschalten, hätten wir mal kurz nichts. Also wäre es mal kurz aus, ja, weil wir natürlich hier auch einen Studiowechsel machen können, ja. Wenn wir das wollen. Ja? Und dann sieht man hier auch die ganzen Prozessoren hier. Das heißt also, dieses Ding ist so intelligent, dass das, wenn hier so ein Ding ausfällt, versucht es zu überbrücken und umzuschalten. Also da ist Redundanz drin? Das Ding ist jetzt dreifach redundant, richtig. Manuell oder wird es dann automatisch umgeschaltet? Wird automatisch umgeschaltet, aber wir haben einen wichtigen Störpunkt drinnen und das ist der Mensch natürlich. Es gibt natürlich auch Leute, die in der Nacht einschlafen. Und dann kommt auch nichts mehr. Ach so, okay. Gut, ja. Aber das ist jetzt kein technischer Ausfall. Nein, aber man muss natürlich in diesem Fall auch irgendwie weitermachen. Und da gibt es natürlich hier einen Flash-Player, der dann, wenn oben der Moderator einschlafen sollte, ja, in der Nachtschicht, dann anfängt zu spielen. Und da ist halt Musik irgendwie für 2 Stunden drauf. In der Zwischenzeit sollte der Security unten den Moderator wieder aufgeweckt haben und dann soll es auch wieder weitergehen. Da gibt es dann sozusagen statt einer Totmann eine Schlafmannschaltung, also, wo regelmäßig draufdrücken. Richtig, wo es. Nein, gibt es nicht. Also der Moderator oben, also wie bei der Rockantenne ist es so, dass wir nicht besetzt sind in der Nacht. Es schaut aber so aus, in der Antenne sind wir ja 24 Stunden besetzt. So müssen wir das auch machen. Da werden die Nachrichten immer live gesendet. Und der CVD, also der Chef vom Dienst, der die Nachrichten macht eben, der muss auch die Automation und die Titel eben steuern. Und da ist es tatsächlich schon vorgekommen, dass der eingeschlafen ist. Und dann musste tatsächlich der Security von unten eben rauflaufen, ihn aufwecken. Und bis dahin läuft eben dieser Flash-Player. Es wird oben natürlich ein Blitzer angezeigt, es blinkt auf einem Bildschirm, es heißt Notfall, Notband läuft und unten am Security leuchtet auch ein Blitzer. Du hast vorher gesagt Automation. Ich habe jetzt da nur die Vorstellung davon, was sind auch diese ganz uralten Filme, Kampfstern Galactica. Ja, kenne ich. Wo sie auf der Erde dann landen, einer der letzten. Die Zylonen, ja. Ja, genau. Und da gibt es irgendein, auch so ein Studio, da sieht man, dass die ganze Moderation vom Band kommt, dann läuft das Band wieder ein Stückerl. Ich weiß nicht mehr, wie der Zusammenhang ist. Ja. Also da kommt also quasi, was man denkt, was live wäre. Und dann ist auch automatisch schon, als nächstes läuft halt dann die Musik. Also da ist überhaupt keiner mehr, obwohl man diese Vorstellung hat, dass jemand tatsächlich jetzt live das noch ansagt. Ist es genau so? Also wir haben in der Nacht, läuft bei der Rockantenne Voice Tracking, das heißt, also, da gibt es natürlich Sendungen, so Interviewformate, die voraufgezeichnet sind.
Es läuft aber teilweise auch nur Musik. Bei Antenne Bayern haben wir 24/7, also wir haben immer live. Das heißt, zumindest die Nachrichten werden immer live gesendet. Wir haben da keine Moderation mehr, sondern nur noch Nachrichten live. Und ansonsten muss man sich vorstellen, es ist ein Rechner, ein Ausspielrechner, der auf ein SAN-System mit Musik zugreift. Wir haben ja ausgerechnet, wir könnten rein mit dem Audio, was wir nur aufgenommen haben, nur mit der Sprache, ja, könnte man 5 Jahre durchsenden. Ohne dem Archiv, nur mit dem, was wir Sprache jetzt hätten, können wir 5 Jahre durchsenden mit irgendwelchen lustigen Beiträgen, die wir so gemacht haben. Ist natürlich nicht so zielführend, weil es keiner hören würde, aber würde funktionieren. Ansonsten liegt natürlich die ganze Musik digitalisiert auf dem Network Storage, also auf diesem SAN-System, ausgelagert und wird hier über Rechner oben ausgespielt. Aber es ist jetzt nicht so, dass das einzelne CDs sind, sondern Da ist ein richtig, richtig fettes Archiv dahinter. Ja. Ich glaube, das hätte jetzt auch keiner erwartet, dass man heutzutage noch von CDs runterspielt. Ja, okay. Also da wäre ich jetzt echt erstaunt gewesen, wenn jetzt hier der große CD-Wechsler gekommen wäre. Die letzten haben wir weggeschmissen, leider. Also ich fand ihn ja gut. Kann ich mich meiner Jugend noch erinnern, da waren diese Wunschmusiksendungen. Ja. Und irgendwann rafft man das auch als Kind irgendwann mal, dass der erste Anrufer kommt und dann die Musik des vorherigen Anrufers gespielt wird. Weil dann halt noch jemand in den Keller gehen musste und die Schallplatte holen. Und das, denke ich, dürfte es heutzutage nicht mehr geben. Nee, das gibt es nicht mehr. Es ist ein Riesenarchiv dahinter. Also insofern, man muss jetzt wissen, dass bei der Rockantenne und bei Antenne Bayern untertags immer live gesendet wird. Also wir machen kein Voice-Tracking. Wir haben auch immer Telefonanrufer eben mit dabei und unterschiedliche Sendungsformate, auch mal aus der Küche und mit den Stars. Das muss man einfach wissen und das ist auch ein bisschen, trägt zur Lebendigkeit des Programms bei. Also wir haben kein Voice-Tracking untertags auf beiden Sendern. Okay. Ja, genau. Das zum Thema Rockantenne. Das Lustige ist ja dann, wenn so eine Kreuzschiene mit ganz viel Technik mal kaputt ist, ja, dann kann es ja auch mal sein, dass man hier Firmware-Updates oder irgendwelche Sachen wechseln muss. Und dann gibt es hier diesen Launch-Knopf, man sieht es hier, Notsumme hier unter so einer Plastikkappe. Ach, da. Genau. Und bei der Rockantenne ist es jetzt nicht so aufwendig mit der Antenne, aber man kann dann da drauf gehen, ja, und dann wird ein Notfallprozessing aktiviert und ich kann hier ein komplettes Backup, Firmware-Update oder irgendwelche Karten wechseln und die Studios sind alle nochmal analog angebunden, ganz normal über XLR analoge Kabel. Hier leider nur die Musik, das heißt also, ich kann hier zwar Musik spielen, aber nicht moderieren im Falle eines Software-Updates. Ja, muss man hier wissen. Ich kann hier an jeder Stelle auch reinhören und schauen, ob das gut klingt, ja, nach meinem Mehrband-Processing. Und der Moderator selber oben hat auch eine eigene Stimmeinstellung. Das heißt also, jeder Moderator hat ein Dreiband-EQ dahinter, einen Kompressor, AGC, Expander. Also es wird hier ganz viel an der Stimme gemacht. Der stellt oben an einem Gerät im Prinzip seine Stimmeinstellung ein und hat dann die angepasste Einstellung für sich selber und spricht dann rein und dann geht es erst in diese Multiband-Kompressoren rein. Bei der Rockantenne ist es relativ einfach, also quasi dieser VIP, dieses Gerät, wo ich meine Stimme einstelle, meine ganzen Störfrequenzen abgesenkt werden und komprimiert und hochgezogen wird und so weiter. Dann geht es in die Sendeprozessoren rein und dann geht es auch schon raus auf die IP-Zuführung zu den einzelnen Sendern. Okay, so. Hier wird jetzt nichts ausgesendet. Da könnte man ja vielleicht auch denken, dass jetzt hier was wirklich gesendet wird. Also bis auf Webradio wird hier eigentlich nichts, also es wird das Signal ausgesendet, aber die eigentliche UKW-Aussendung oder DAB-Aussendung findet dann an den Senderstandorten statt. Und da haben wir bei der Antenne 44 Stück, bei der Rockantenne im Augenblick drei Hauptfrequenzen, die wir beschicken und werden aber mehr, ja, kommen immer mehr DAB-Standorte dazu. In Berlin sind wir jetzt auch. In Nordrhein-Westfalen kommen wir dann und also da wird immer wieder erweitert. Und in Hamburg sind wir seit neuestem auch bei der Rockantenne zu hören. Also es wird immer größer. Die Rockantenne expandiert, Rockmusik ist gefragt. Ist es bei DAB, so wie ich es kenne, ist ja ein Gleichwellennetz. Also die müssen ja alle das Signal ziemlich synchron kriegen. Oder? Richtig, das korrigieren irgendwie, weil es müssen ja alle quasi im Gleichtakt senden. Genau, es geht auf den Multiplexer und dieser Multiplexer verteilt, der ist von Fraunhofer.
Könnte man vielleicht das. Ja, naja, gut würde ich nicht sagen, teuer. Gut natürlich auch. Ne? Gut natürlich, selbstverständlich natürlich. Allerdings ist es, wie gesagt, und da geht es dann weiter eben zu den einzelnen Sendern, Gleichwellennetze. Wie gesagt, ist anders wie bei UKW, wo ich ja unterschiedliche Frequenzen habe und mein RDS dann vom Autoradio eben umschaltet auf die Frequenzen unhörbar bei Doppeltuner. Also von dem her. Hast du jemals erlebt, dass das funktioniert hat? Richtig gut. Okay, ich ziehe die Frage. Naja, es kommt auf die Automarke an. Also ich habe noch nicht lange DAW, bis jetzt hat es funktioniert bei mir im Auto, finde ich cool. Also vielleicht für alle, die es nicht wissen, also es ist tatsächlich ein Netz, wo alle auf derselben Frequenz senden, quasi richtig, im Gleichtag. Und dann mit, sagen wir mal, einer speziellen Sendetechnik wird dann das, was im UKW nicht geht, ausgeglichen, dass eben dann Auslöschungen und Reflexionen und so weiter. Genau, also da ist, wird, läuft mit dem GPS-Zeitsignal auch, die Sender müssen alle komplett synchron laufen. Wenn die auseinanderlaufen würden, wäre es fatal. Dann würden sie sich teilweise gegenseitig auslöschen. Also die ganze Synchronisation an diesem ist das Hauptthema bei DAB Plus und auch die Schwierigkeit eben. DAB Plus, sorry, ich habe noch an DAB rumgewerkelt. Ja, ist im Prinzip dasselbe, nur dass die Codierung ein bisschen anders ist, die Codieralgorithmen sind anders, ist alles ein bisschen effizienter, sagt man. Ich glaube, das war es jetzt nur noch. Ich glaube, da kommen wir zu arg ins Detail. Also im Endeffekt könnte ich jetzt, jetzt muss ich irgendwas ganz anderes nehmen, irgendwie SWR3 von Stuttgart bis hierher hören, wenn es im Bouquet drin ist, was sonst nicht geht. Im Prinzip ist es so, ja, genau. So, ganz einfach. Genau, und also wir hatten ja immer das Problem bei DAB, dass die Sendeleistung der Sender wegen annähernden Militärfunk begrenzt war. Das haben wir jetzt bei DAB Plus ja auch nicht mehr. Insofern ist der Indoor-Empfang in Zukunft auch besser möglich. Bei DAB hat man immer das Problem, ist man hier mit dem Radio hier reingegangen, hat es gegurgelt und dann war es aus. Ja? Bei DAB Plus ist es jetzt ein bisschen besser geworden. Und ich denke mal, das ist schon das System, was jetzt wirklich auch Indoor gut funktionieren wird. Das hat man, das auf die digitale Dividende vom Fernsehen gelegt, da bin ich jetzt nicht mehr sicher, oder war das Handynetz, das kriege ich jetzt nicht mehr. Also bei der digitalen Dividende hat man leider eher die Mobilfunker 5G draufgelegt. Ja, da haben wir jetzt ja kaum Frequenzen mehr für irgendwelche Funkmikros und so. Also da gibt es ja auch einen lustigen Podcast, den ich darüber gemacht habe. Okay. Genau, machen wir hier mal weiter. Genau, Achso, wir sind hier noch nicht fertig. Nee. Wir machen hier noch mal kurz Antenne und wir sehen ja hier, für alle, die sich gefragt haben, was sind denn das für komische Dinger? Das Hall, das kenne ich. Das Ding da ist Hall. Das blinkt dann rot und sagt, ich kann dich das nicht tun lassen. Genau, und hier sehen wir hier quasi, was hier mit Volt bezeichnet wird, habe ich irgendwie aus dem Autobereich bestellt. Ja. Und man sieht hier eben alles, was oben an Ampeltechnik ist, an Cheap GPIO an Ein- und Ausgang, Analogtechnik irgendwie geschaltet, wird hier eben nochmal signalisiert, dass hier Spannung da ist und oben auch geschaltet wird. Wir versuchen es meist mit IP zu schalten, aber alles, was hier Licht, der Lampball, Ampeln, du darfst reingehen, du darfst nicht reingehen, wird hier eben gesteuert und hier sieht man, das Netzteil funktioniert. Fatal wäre ja hier, wenn die Steuerspannung weg ist, ja, dann geht überhaupt nichts mehr, zumindest bei den Lämpchen oben und bei den Signalisierungen. Also die berühmte Sendung läuft. Das berühmte Sendung läuft, genau. Nicht rein. Nicht. Genau. Klo ist besetzt, das war ein Flugzeug, glaube ich. Das. Genau. Ja, genau. So, das gleiche hier nochmal bei der Antenne. Bei der Antenne ist es noch ein bisschen aufwendiger. Diese ganzen Sendeprozessoren, die hier im Prinzip sichtbar sind. Man sieht es ja hier, die laufen eigentlich schon, nur da ist einfach das Display abgedunkelt. Ja, so ein Ding kostet dann so viel wie so ein Mittelklassewagen, Kleinwagen, Mittelklassewagen, je nach Prozessor. Und man muss halt bei dieser ganzen Geschichte wissen, wir fahren bei der Antenne ein getrenntes Soundprocessing. Das heißt, die Sprache und die Musik wird einzeln behandelt. Und wir haben hier auch diesen lustigen analogen Sendeprozessor, den man hier sieht. Ganz schön refurbished, Analogtechnik. Und da ist es tatsächlich so, wenn ich auf den Lounge-Knopf gehe, sind alle Studios nochmal analog angebunden und ich gehe auch über diesen analogen Prozessor. Das heißt also, da ist natürlich mit der Hub-Limitierung und so weiter nicht so viel. Das heißt, da muss man ein bisschen Volume, also die Lautstärke runterdrehen, damit wir auch senden dürfen. Das ist aber nur im Notfall, wenn wir hier Updates fahren müssen oder hier weggehen von dem ganzen anderen. Ich schalte mal die Display, also nur damit man sieht, dass da hier auch was passiert. Und da kriegt man was für sein Geld. Ja, da kriegt man was für sein Geld. Und zwar, das sind Multiband-Kompressoren und wir, die berühmten Optimodes, ja, die man so kennt. Ja. Und
Ja, so ist das hier, genau. Was man hier sieht, im rechten Ding ist relativ uninteressant. Hier ist eine Messstation im Prinzip, wo ich mir alle Messempfänger gekauft habe, weil es mit den zertifizierten Multiplex-Leistungs- und Hubmessgeräten, da gibt es genau einen, der zertifiziert ist. Und jeder zeigt irgendwie ein bisschen was anderes an, misst ein bisschen anders. Und wer viel misst, misst viel Mist. Wir wissen es ja. Und ja. Deswegen sind hier von verschiedenen Herstellern Multiplex-Leistungsmessgeräte und ich kann hier oben mit einer roten Antenne verschiedene Sender eben anfahren und mir einfach anhören, wie klingt denn der Sender, ist denn der in Ordnung, aber ich kriege natürlich nicht alle 44 Sender. Also das ist ein Radioempfänger? Richtig. Also auf dem Rotor war schon, so wie ich es jetzt verstehe. Genau, das sind 4 Radioempfänger, hier 1, 2, 3, 4 Stück und damit ich mir halt... 4 Werte im Prinzip das Mittel bilden kann aus 4 Werten und da kann ich mir eben schauen, was hier, passt das auch, was ich hier raussende, ist das konform, Bundesnetzagentur konform und kann mir eben hier das ansehen und unten ist ein bisschen Gebäudeleittechnik, das war es dann auch. Ja. Im Prinzip ist das, was man früher so gesagt hat, die Loudness Wars, die finden hier irgendwo statt. Die Loudness Wars finden genau hier statt, genau, aber man muss jetzt eine Sache wissen, wir haben ja vorher gesprochen über diesen Leica-Moser-Prozess, man muss ja wissen, ja, Wolfgang Leica-Moser ist ja hier der Morningshow-Moderator selber und der kommt noch aus einer Zeit, wo man sehr viel mit Fadern gemacht hat. Man kennt es noch, die DJs, die mal die Musik so um 10 dB runtergezogen haben und dann drüber gesprochen haben. Das Problem ist jetzt, wenn man das ein bisschen zu nervös macht oder wenn man es einfach gewohnt ist, das zu machen, kann es sehr schnell mal passieren, dass man mal 10 dB zu viel Gas gibt. Ja? Problem ist jetzt, wenn ich 10 dB natürlich zu viel rausgehe, haben wir ja vorher gelernt, haben wir ein Problem mit der Bundesnetzagentur und auch mit den Flugzeugen, gegebenenfalls in München. Was mache ich denn jetzt so? Wenn ich diese Prozessoren alle nachregeln lasse, dann wird der Hörer draußen verrückt. Ja, da wird das Problem dann, der hört die ganze Zeit laut, leise und der zieht danach, kann ich nicht machen. Deswegen habe ich mir was Lustiges einfallen lassen. Das ist dieser Prozessor hier. Den nenne ich immer den The Golden Leica Moser Prozessor. Welcher, der mit den Rotverlinkenden? Der, genau, das ist der hier, da wo Neve dort steht im Prinzip. 5042, der mit diesen roten Putties hier. Ja. Ach, okay, jetzt war ich ernst. Genau. Okay. Und zwar, das ist ein Tape-Emulator. Der macht nichts anderes, als die Bandsättigung zu simulieren. Ah. Und wenn der quasi jetzt zu viel Gas gibt oben, ja, okay, dann geht das einfach nur in die Sättigung, macht einen schönen Klirr einfach, ein bisschen wärmeren Klirr. Und ich muss hier nicht 1000 Mal nachregeln, sondern er kann mal 10 dB zu viel geben. Und dann klirrt es halt ein bisschen mehr, aber relativ. Man kann Emulatoren für Magnetbänder kaufen. Das ist ein analoger sogar, der macht das nur mit Übertragern. Der geht dann nicht einfach. Also ein Magnetkopf und ein Empfänger auf der anderen Seite wahrscheinlich und simuliert dann, oder simulieren ist dann schon wieder fast falsch, also der macht es dann wirklich, schaut, wann das Ding in die Sättigung geht und dann kannst du nicht übersteuern. Genau, und ich kann hier die Saturation einstellen, also du kannst sogar einstellen, wie schnell das Band gelaufen ist. 7,5 oder 15 Inch per Second. Ja, so. Das ist aber eigentlich alles relativ trivial, würde ich jetzt mal so sagen, auf den ersten Blick. Naja, Sarkasm. Eigentlich geht es rein und irgendwo raus, mehr ist es nicht, ja. Und dazwischen passiert aber doch relativ viel Compressing und Zusammendrücken. Und wie gesagt, ich sage immer, wichtig ist auch, dass es stört nicht beim Bügeln. Ja? Also der Sound stört nicht beim Bügeln. Und bei der Rockantenne wird ja mehr aktiv gehört, weil es Rockmusik ist. Der Rocker denkt ein bisschen anders als der Normale, der jetzt die normale unser Antennenformat hört. Das soll es relativ gut, immer gleichmäßig klingen. Das mag vielleicht manchem nicht gefallen, aber wenn ich im Hintergrund die Musik laufen habe und ich müsste die ganze Zeit lauter und leiser machen, wäre das nichts. Und insofern haben wir dann natürlich auch, stört nicht beim Bügeln, ich kann es im Hintergrund laufen lassen. Alles hört sich irgendwie gleich an und ich habe zwar so meinen, kann es identifizieren, ich höre, das ist Antenne Bayern, aber ich habe irgendwo immer denselben Sound an der ganzen Geschichte und das ist, glaube ich, ja das Wichtige an der ganzen Sache, auch wenn es einem vielleicht selber gar nicht so gut gefällt. Ich bin dann mehr auf der Rockantenne-Schiene, um das geht es aber gar nicht. Es geht das haben wir jetzt gelernt. Genau, aber es geht halt hier drum, einfach auch die Hörer draußen zu befriedigen, die das ja dann auch hören. Eins, sorry, weil man geht natürlich immer auf die visuellen Dinge. Das ist ein Stereo-Panorama oder wie auch immer Display oder wie, was fange ich da mit dem Ding jetzt da oben an? Ja, das ist ein Pinguin Audiometer, genau, und da sehe ich hier die EBU-Lautness, das heißt, dass ich sehe, wie komprimiert mein Signal ist.
Da sehe ich die lustige Cool Zone. Ja, Cool Zone ist, wenn hier der lustige Smiley auf grün ist, ja, sind wir noch hier in den LUs drinnen, genau. Und ja, richtig, genau. Und wenn wir drüber sind, sind wir schon sehr stark komprimiert, genau. Und wir fahren halt auf einer gewissen LU-Range und sehen halt dann hier, wie komprimiert. Und man sieht hier, man ist schon immer so ein bisschen am Limit. Genau, aber grundsätzlich hier ein Stereo-Basisbreiten-Messgerät, wo ich hier sehe, ob das Signal oben in Ordnung ist. Und ansonsten hier ein Terzband-FFT-Analyzer, der mir zeigt, brummt hier irgendwo, ist hier irgendwas kaputt. Ah, okay. Ja. Also wenn wir jetzt, das muss schauen, dass man sein Bild richtig, wenn man jetzt da links irgendwo bei 50 oder 100 Hertz da einen riesen Balken hätte, dann habt ihr irgendwo Brummen im System. Richtig. Und da oben, wenn das jetzt bloß noch ein, Moment, jetzt muss ich nachdenken, ein Strich wäre, dann wäre links, dann wäre es Mono, ne? Dann wäre es Mono, wenn es ein Strich wäre, dann wäre auch irgendwas nicht so in Ordnung, ja. Und insofern muss man natürlich immer schauen, dass das einigermaßen eine Wolke ist, ja, dann ist eigentlich alles gut. Zumindest bei der Musik, wenn ich natürlich Moderation habe und oder Nachrichten habe, wo nur Sprache ist, muss dann natürlich ein Strich sein, ja. Ja, das war es nur zum Soundprocessing hier, viel Zeug. Mal den ersten Interruptus. Genau. Das ist meine erste halbe Stunde ist jetzt voll. Okay. Dann haben wir das. Also du hast gesagt, ich kann jetzt da drauf drücken und dann passiert irgendwas. Gar nicht. War das? Hier ist. Voilà. Hier ist Antenne Bayern. Oh, leck mich am Arsch. Wenn wir hier weitergehen, sehen wir hier ganz viele Röhren-Audioprozessoren. Wir machen mal was ganz anderes damit. Wir machen die Telefonanrufer. Wir prozessieren tatsächlich Telefonqualität über Röhrenprozessoren.